Hallo und willkommen zurück zum Plane Mechanic Simulator mit eurem Wichtelzwerg. Bei der Aufgabe 29 sind wir jetzt. Die Informationen waren ausnahmsweise einmal korrekt. Wir haben die Bombergruppe abgefangen, bevor sie die Schiffe erreichten. Ich habe ein paar Treffer auf einen von ihnen erzielt, bevor sie die Flucht ergriffen haben. Leider haben wir keine Erlaubnis erhalten, sie zu jagen. Betanke das Flugzeug, rüste die Maschinengewehre wieder auf und ersetze alle Patches der Maschinengewehrscharten. Okay. So, als Tipp. Das Nachladen von Maschinengewehren ist im Austausch von Teilen sehr ähnlich. Denke nur daran, dass du nach dem Platzieren einer neuen Munitionskiste auch die Verschlussabdeckung des Maschinengewehres oben öffnen und den Munitionsgürtel hineinlegen musst. Okay. Schauen wir uns das doch mal an. Erstmal hoch hier. So. Da haben wir ein Geschütz. Da haben wir noch ein Geschütz. Hatten die Munitionsfächer nicht selber auch noch ein Fach? Aha. So. Rot. Okay. Mal gucken wir erstmal. Wobei ich nehme an, die werden jetzt alle leer sein. Ja, das war diese Seite. Und das war diese Seite. Gut. Ja, dann schauen wir uns das mal mit diesem Auffüllen wieder an.
Schön, dass man so viel sehen kann. Moment, wie ist das? Die Verschlussabdeckung öffnen. Verschlussdeckel. Ist das da? Aha. Oh Mensch, was war das? Na, was machst du denn da? Gut, okay, dann füllen wir aber erstmal jetzt hier unten weiter auf. So, sind wir mit der Seite soweit durch? Mehr oder weniger? Zeigt mir der ist rot an. Ah, ich glaube, das ist noch ein bisschen buggy. Weil das ist grün, nicht rot. Oder sollte zumindest grün sein. Okay. So, dann hier oben hin. Und überall hier diesen, wie haben sie es genannt? Munitionskette wieder hier einlegen. Okay, dann wäre diese Seite schon mal fertig. Komplett. So, da hatten wir ja schon. Machen wir jetzt hier weiter.
Leiter wieder weg. Wir tanken. Leiter wieder hin. So, den Stöpsel raus. Schlauch rein. Und natürlich anmachen. Das Ganze natürlich auch wieder abbauen. Stöpsel rein. Schlauch weg. Jetzt die Leiter weg. So, jetzt sind hier die Patches kaputt. Da erneuern wir die mal. Oh, macht er denn jetzt hier? Wie lassen die sich reparieren? Ja, wie jetzt? Aha. Was für eine Logik. Zerrissenen, zerschossenen oder überhaupt kaputten Klebestreifen abziehen und direkt wieder draufkleben und schub, ach, schubs, heile. Okay. Okay, sind wir durch. Und natürlich wieder ein perfektes Ergebnis. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!